dem wir es zu tun haben. Der gestrige Tag war für uns und für Sie und für uns ein Tag zur Aufklärung, zur Information. Man könnte auch von einer Autopsie sprechen, die wir vorgenommen haben. Ich denke, Ralf Füchs hat gestern Abend auch nochmal das Notwendige dazu gesagt. Der heutige Tag soll der Vertiefung dienen, der Bearbeitung von Herausforderungen für Frieden und Sicherheit und insbesondere auch der Erarbeitung von konkreten politischen Empfehlungen. Heute früh, ich möchte ganz kurz in den Tag einführen, heute früh wollen wir Herausforderungen der neuen Militärtechnologien aus völkerrechtlicher und abrüstungspolitischer Sicht mit hochrangigen Expertinnen aus den USA und Deutschland diskutieren. Wie sind aktuelle unbemannte Systeme völkerrechtlich zu bewerten? Ist das Völkerrecht bei asymmetrischen Konflikten überhaupt anwendbar? Wo beginnt die Kampfzone und wo endet sie? Das sind nur einige der Fragestellungen des Auftaktpodiums, das der Friedensforscher und Moderator Dr. Niklas Schirnig gleich vorstellen wird. Die Podiumsteilnehmerinnen werden auch diskutieren, welche Schlüsse in Form von Regeln, Konventionen und Sanktionen aus den Herausforderungen gezogen werden sollen und können, die sich durch den Wandel der Kriegsführung ergeben. Sehr wichtig ist auch die Frage, ob bestehende Rüstungskontrollregime und Regelwerke ausreichend sind. Wir werden dann in parallele Foren aufbrechen und dort stellen sich dann ähnliche Fragestellungen und wir hoffen uns auch vertiefende Antworten. Zunächst im Forum Recht ab 11 Uhr, Forum Recht. Dabei geht es um die Ächtung der neuen Technologien als Generallösung und die Frage, ob eine Ächtung den technologischen Fortschritt überhaupt aufhalten kann. Deshalb diskutieren wir auch, ob es mehr Alternativen als nur Ächtung gibt. Zum Beispiel eine Art differenzierte präventive Rüstungskontrolle. Das parallele Forum Cyber behandelt die Schnittmengen zwischen Cybersicherheit einerseits und einer fortschreitenden Elektronisierung, Digitalisierung sowie Automatisierung sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich. Wir fragen dort, ob die Nutzung des Cyberraums für Zwecke der Kriegsführung zu begrenzen oder gar vollständig zu verhindern ist. Ist also die Destabilisierung von Staaten mittels Mausklick die Zukunft der Kriegsführung? Beim dritten Forum, dem Forum Technik, fragen wir, wie sich neue Konfliktformen und neue Technologien gegenseitig beeinflussen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit autonomer Systeme in der Zukunft? Wird wirklich immer ein Mensch die Entscheidung zum Töten übernehmen? Oder werden das in Zukunft Maschinen tun? Am frühen Nachmittag bis genau 15 Uhr wagen wir dann ein Fazit und einen Ausblick. Wir wagen ein Fazit und einen Ausblick zur Frage der politischen Einhegung von Hightech-Waffen. Als politische Stiftung beschäftigt uns die Frage, welche Rolle die Politik beim Umgang mit den neuen Technologien spielen kann und muss und welche Rolle Deutschland international dabei spielen kann. Ein Aspekt wird auch sein, ob Konventionen zur Vermeidung bestimmter Einsatztaktiken zu technischen Beschränkungen oder gar einer Ächtung bewaffneter ferngesteuerter Drohnen notwendig und politisch machbar sind, was ja bekanntermaßen zwei unterschiedliche Dinge sind. Ich wünsche uns allen nun ein gutes Gelingen bei dem Versuch, einen Beitrag zu leisten zu well-informed decision-making bei den Herausforderungen für Frieden und Sicherheit in Zeiten von Drohnen, Robotern und digitaler Kriegsführung. Es geht uns um den Versuch, die derzeitigen Lücken in der Debatte zu schließen und die Politikentscheidungen von morgen den Weg zu weisen. Vielen Dank an Sie, vielen Dank an die Referentinnen und Referenten und ich bitte jetzt den Moderator, die weitere Rolle zu übernehmen. Dankeschön.
Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ja gestern mit ethischen Fragen geschlossen und mein Gefühl ist, dass bei einigen, vielleicht sogar vielen dieser ethischen Fragen, die Völkerrechtler zunächst uns hätten Antworten geben können, wenn sie auf das Völkerrecht einfach verwiesen hätten. Und deshalb würde ich jetzt einfach sagen, wir gehen in die Materie Völkerrecht und da würde ich bitten, die Podiumsteilnehmer zu mir zu kommen. Wir haben also auch hier wieder ein sehr, sehr hochbesetztes Panel heute, gleich zu Anfang. Und in der Mitte haben wir Daphne Eviatar. Sie ist Anwältin und Journalistin und Senior Counsel im Law and Security Program von Human Rights First. Das ist eine Non-Profit, Non-Partisan International Human Rights Organization mit Sitz in Washington, D.C. und New York. Sie verfolgt besonders die amerikanischen Reaktionen auf den Terrorismus und hat sich vor allen Dingen auch mit der Frage der Legitimität und Legalität von Targeted Killings auseinandergesetzt. Wer mehr von ihr lesen möchte, sie betreibt einen regelmäßigen Blog bei der Huffington Post. Zu meiner Linken haben wir Dr. Jürgen Altmann. Er ist Physiker und Friedensforscher an der Technischen Uni Dortmund. Und Jürgen Altmann beschäftigt sich schon seit den 80er Jahren mit Technologiefragen, die friedenspolitische Implikationen haben. Und er hat dabei immer wieder Themen aufgegriffen, die von der breiten Masse noch gar nicht als relevant erachtet wurden. Da ist zum Beispiel Nanotechnologie zu nennen, was er als einer der ersten auf die friedenspolitischen Implikationen überprüft hat. Er engagiert sich auch in diesem Bereich sehr und ist zum Beispiel stellvertretender Sprecher des International Committee for Robot Arms Control, ICRAC. Ganz links haben wir Professor Klaus Kress. Er ist Professor für deutsches und internationales Strafrecht und Völkerrecht und Direktor des Institute for International Peace and Security Law an der Universität zu Köln. Er war Referent und stellvertretender Referatsleiter im Bundesministerium der Justiz, hat also auch da praktische Erfahrung. Und ich kann mich erinnern, dass er einer der ersten Völkerrechtler war, die in der Debatte Position bezogen haben, völkerrechtliche Positionen im Bereich Drohnen auch klargestellt haben und hat damit, zumindest aus meiner Perspektive, sehr zur Versachlichung der Diskussion auch beigetragen. Das ist also heute Morgen unser Panel. Die Idee war, dass nun alle Panelisten eine kurze Einführung in das Thema geben, aus ihrer Sicht, Völkerrecht und Abrüstungspolitik und militärische Robotik. Und mein Vorschlag wäre, dass wir in der Reihenfolge von links, also von mir aus gesehen links nach rechts durchgehen. Und deshalb, Herr Professor Kress, würde ich sagen, the floor is yours. Herzlichen Dank, Herr Schöning. Guten Morgen, meine Damen und Herren. 7 Minuten habe ich, deshalb kann ich nicht mehr bieten als Stichworte. 3 Punkte möchte ich ansprechen. Erstens eine Skizze und Kritik der amerikanischen Politik des gezielten Tötens von Al-Qaida-Mitgliedern. Zweitens ein paar Überlegungen zu der Frage, brauchen wir neues Völkerrecht zu asymmetrischen Konflikten? Und dann nicht mehr als ein Satz zur deutschen Debatte über die Beschaffung von Kampfdrohnen. Zur amerikanischen Politik, die hat sich seit 2001 gewandelt, in immer wieder neuen Nuancen ist sie uns entgegengetreten. Jetzt können wir inzwischen, spätestens seit 2013, mit einer gewissen Berechtigung sagen, sie hat sich als klare völkerrechtliche Position herauskristallisiert, mit der man sich dann auseinandersetzen kann und sollte. 2 Ebenen der amerikanischen Politik und wenn Sie so wollen, 2 Pfeiler. Die Begründung gegenüber den Staaten, auf deren Territorium gezielt getötet wird, setzt, soweit nicht eine Zustimmung des betreffenden Staates geltend gemacht wird, bei einem ausgreifenden Selbstverteidigungsanspruch an. Dieser Selbstverteidigungsanspruch bezieht nicht staatliche bewaffnete Angriffe ein und
erlaubt die Anwendung militärischer Gewalt immer nach amerikanischem Verständnis auf dem Gebiet solcher Staaten, die sich als entweder unwillig oder als unfähig erweisen, gegen die nichtstaatliche bewaffnete Bedrohung wirksam vorzugehen. Dabei gehen die Amerikaner von einem andauernden, seit dem 9. oder 11. September 2001, andauernden nichtstaatlichen bewaffneten Angriff von Al-Qaida, inzwischen plus sogenannte Associated Forces, aus und sind der Meinung, dass es erforderlich ist, diesem bewaffneten Angriff überall dort zu begegnen, wo er ihnen in Gestalt von Al-Qaida-Kämpfern begegnet. Zweite Ebene, Rechtfertigung gegenüber der individuellen Person, die getötet wird. Die Amerikaner sind der Auffassung, sich in einem sogenannten nicht internationalen bewaffneten Konflikt transnationaler Dimension mit der Al-Qaida zu befinden. Und auch hier, dieser Konflikt nach Auffassung der USA dauert seit 2001 an, inzwischen zu den Al-Qaida-Kämpfern selbst sogenannte Associated Forces hinzugetreten. Im Rahmen eines solchen Konflikts beanspruchen die USA die Befugnis zur gezielten Tötung solcher Al-Qaida-Kämpfer, die an den Kampfhandlungen dauerhaft beteiligt sind. Und für solche Kampfhandlungen soll es dann auch prinzipiell keine zeitlichen Grenzen geben. Wer sich dauerhaft an dem bewaffneten Konflikt beteiligt, darf, so die amerikanische Position, auch dauerhaft bekämpft werden. Und ganz wichtig, er darf es überall dort, wo er sich befindet. Keine geografische Einschränkung der Bekämpfungsbefugnisse. Meine Damen und Herren, ich stimme der amerikanischen Position in zwei Ausgangspunkten zu, die beide kontrovers sind. Ich bin mit den Amerikanern der Auffassung, dass ein Selbstverteidigungsrecht gegen nichtstaatliche bewaffnete Angriffe jedenfalls heute nicht mehr grundsätzlich zu bestreiten ist. Es kommt auf die genauen Voraussetzungen und Kautelen an. Und zweitens sehe ich die völkerrechtliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte auch so, dass eine transnationale Dimension eines nicht internationalen bewaffneten Konflikts nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Also der Begriff des nicht internationalen bewaffneten Konflikts, der 1949 ins Völkerrecht eingeführt wurde, nicht auf eine klassische Bürgerkriegssituation beschränkt werden kann. Also in diesen beiden Ausgangspunkten, noch einmal, beide sind kontrovers, stimme ich den Amerikanern zu. Ich glaube allerdings, und hier setzt meine Kritik ein, dass die Amerikaner in der, ich nenne sie postafghanischen Phase von Enduring Freedom, also der Phase, als die USA begonnen haben, die Politik der gezielten Tötungen räumlich auszudehnen auf Staaten jenseits von Afghanistan, dass die Amerikaner beide Pfeiler überdehnt haben. Zum einen haben sie nach meiner Überzeugung das Selbstverteidigungsrecht überdehnt, indem sie den Begriff des nichtstaatlichen bewaffneten Angriffs überaus weit ausgelegt, verstanden haben. Ich bin der Auffassung, dass wenn in Jemen, Pakistan oder Somalia dieses Selbstverteidigungsrecht ausgeübt werden soll, diesen Staaten gegenüber, denn um deren Souveränitätsrechte geht es, diesen Staaten gegenüber begründet werden muss, dass von ihrem Territorium massive transnationale, nichtstaatliche Gewalt etwa vom Niveau des 11. September ausgeht. Und diesen Nachweis zu führen, haben die Amerikaner nach meiner Überzeugung in den letzten Jahren erst gar nicht mehr versucht. Es ist mit der pauschalen Behauptung, man befinde sich oder man sei herausgefordert von einem ongoing non-state armed attack argumentiert worden, ohne den weiter zu substanziieren. Auf der Ebene des Konfliktsvölkerrechts lautet meine Kritik, die amerikanische Politik hat stillschweigend die aus meiner Sicht hohen Anforderungen an das Vorliegen eines nicht internationalen bewaffneten Konflikts verwässert, dadurch, dass auch eben ohne nähere Substanziierung auch nach der afghanischen Phase, also nach der erfolgreichen militärischen Vertreibung Al-Qaidas aus Afghanistan, ohne weitere Begründung davon ausgegangen ist, Al-Qaida erfülle die beiden Grundvoraussetzungen, die zu nehmen sind, um in den Bereich des nicht internationalen bewaffneten Konflikts zu kommen, nämlich eine hinreichend
militärähnliche Struktur zu besitzen. Das ist aus meiner Sicht in dem Moment oder seit dem Moment, seitdem Al-Qaida mehr zu einem Terrornetzwerk transnationaler Dimensionen diffundiert, ist alles andere als gesichert. Ich würde es eher bezweifeln. Und zweitens, dass von dieser Organisation Al-Qaida immer noch eine transnationale bewaffnete Bedrohung von der Intensität, und ich würde die Messlatte hier sehr hochlegen, von der Intensität ausgeht, die eine militärische Abwehr erfordert, anstelle der ansonsten anzuwendenden strafrechtlichen und voll menschenrechtsgebundenen Bekämpfung. Das im Grundsatz meine kritischen Einwände. Über alle weiteren Einzelheiten dann gerne demnächst bei der Diskussion mehr. Zweiter Punkt, brauchen wir neues Völkerrecht für asymmetrische Konflikte? Im Grundsatz lautet meine Position nein. Es gibt kein, nach meiner Einschätzung für den Augenblick, kein legitimes nationales Sicherheitsbedürfnis eines von terroristischer Gewalt herausgeforderten Staates, das nicht mit dem Modell des transnationalen, nicht internationalen bewaffneten Konflikts befriedigt werden könnte, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, eher noch wichtiger, es ist eine ganz wichtige Forderung an die Völkerrechtspolitik, auf den hohen Grenzen, auf der hohen Anwendungsschwelle für den nicht internationalen bewaffneten Konflikt zu bestehen und der Grenzverwischung, die Folge der letzten Jahre der Politik des gezielten Tötens ist, also Grenzverwischung, Absenkung der Kriegsschwelle auf Kosten des Friedens, des voll menschenrechtsgebundenen Friedensrechts, dieser Tendenz zu wehren. Wir brauchen an dieser Stelle einen Perspektivenwechsel im Hinblick auf das in Deutschland immer liebevoll sogenannte humanitäre Völkerrecht. Das humanitäre Völkerrecht ist vom Begriff her jedenfalls partiell ein Euphemismus. Es wäre klarer, analytisch klarer, auch wenn in Deutschland nicht so gewünscht, vom Recht der bewaffneten Konflikte zu sprechen. Das würde nämlich deutlich machen, dass mit der Anwendung des humanitären Völkerrechts nicht nur Segnungen verbunden sind, nämlich die Anwendbarkeit bestimmter humanitärer Schutzstandards, sondern insbesondere, und das ist in den letzten Jahren überaus deutlich geworden, die Befugnis von Staaten, Bekämpfungsbefugnisse inklusive gezielter Tötungsbefugnisse wahrzunehmen, die die strengen Menschenrechtsbindungen überlagern. Im Friedenszustand sind gezielte Tötungen, das wird ernsthaft, soweit ich sehe, von keinem Völkerrechtler bestritten, sind gezielte Tötungen praktisch ausgeschlossen. In dem Moment, in dem die Staaten einen nicht internationalen bewaffneten Konfliktzustand geltend machen, tun sie das zunehmend nicht deshalb, weil sie humanitäre Segnungen über die Bevölkerung bringen wollen, sondern weil sie damit das Instrumentarium an die Hand bekommen, Menschenrechtsbindungen abzumindern. Deshalb ist es wichtig, dass die einfache, früher sehr verbreitete These, humanitäres Völkerrecht möge möglichst in weitem Umfang, so weit wie möglich angewandt werden, dieser These entgegenzutreten, ist verräterisch. Im Gegenteil, heute muss, nachdem diese neuen Zusammenhänge klar geworden sind, darauf geachtet werden, dass auch der nicht internationale bewaffnete Konflikt das bleibt, was er bleiben sollte, ein absoluter Ausnahmezustand, ein rechtliches Notregime. Wenn dieses Notregime allerdings erreicht ist, weil ausnahmsweise die Grenze zum nicht internationalen bewaffneten Konflikt genommen ist, dann stellen sich im Wesentlichen vier Fragen, über die ich gerne dann im Einzelnen mit Ihnen diskutieren würde. Es stellt sich die Frage, haben die USA tatsächlich recht, dass die Bekämpfungsbefugnisse in einem solchen Konfliktsregime geografisch keinerlei Schranken unterliegen? Oder muss man nicht doch für die Kampfzone, so wie das in den Leitfragen ausgeschrieben war, eine hinreichende militärische Präsenz der nichtstaatlichen Organisation dort, wo gezielt getötet wird, verlangen? Erster Punkt. Zweiter Punkt. Müssen nicht gegenüber dem sehr intransparenten Vorgehen der USA die Kriterien der Zielauswahl von zur Tötung freigegebenen Personen viel deutlicher konturiert werden? Der israelische Supreme Court hat in einer Leitentscheidung hierzu durchaus beachtliche Ansätze gemacht, von denen ich nicht erkennen kann, wie weit sie sich in der amerikanischen Praxis widerspiegeln. Dritter Punkt, sollte nicht doch
der Forderung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz näher getreten werden, darüber nachzudenken, ob jedenfalls in solchen Gebieten, die unter der Kontrolle der staatlichen Konfliktpartei stehen, ein grundsätzliches Gebot der Festnahme vor Tötung gilt, nach dem Grundsatz der militärischen Notwendigkeit, der Military Necessity. Diese Forderung des IKRK ist von den führenden Militärmächten sehr brüsk zurückgewiesen worden. Ich meine aber, dass hierüber das letzte Wort noch nicht gesprochen sein sollte. Das allerdings, wenn man diese Frage ernsthaft stellt, ob die militärische Notwendigkeit in bestimmten Situationen die Staaten dazu zwingt, auf eine Tötung zu verzichten und stattdessen festzunehmen, dann können wir allerdings, wenn wir ehrlich sind, der harten Frage nicht ausweichen, wie ein Festnahme, und das wäre dann ein präventives Festnahmeregime in einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt aussieht, denn sonst läuft man Gefahr, eine leicht heuchlerische Position zu übernehmen, die Staaten auf eine Festnahme zu verweisen, andererseits dann aber für die Festnahme kein Regelungsregime bereitzustellen. Hier besteht ganz gewiss ein Desiderat, weil das Recht des nicht internationalen bewaffneten Konflikts diese Frage augenblicklich nicht ausdrücklich regelt. Also hier könnte durchaus über eine Reform nachgedacht werden, aber das wäre dann keine umfassende, große, neue Konvention, sondern es wäre eine punktuelle Verbesserung der gegenwärtigen Rechtslage. Letzter Satz, wie angekündigt zur deutschen Diskussion über die Beschaffung von Kampfdrohnen. Ich würde plädieren für eine Trennung dieser Diskussion von derjenigen, die ich gerade geführt habe, der Auseinandersetzung mit der amerikanischen Politik. Ich habe hinreichendes Vertrauen in die deutsche Politik, dass für den Fall, dass es zu einer Anschaffung von Kampfdrohnen kommen sollten, diese im Rahmen eines vernünftig verstandenen Völkerrechts eingesetzt werden und nicht völkerrechtswidrig. Das heißt, der Umstand, dass die USA Drohnen, Kampfdrohnen, jedenfalls nach meiner Überzeugung, in beachtlichem Umfang völkerrechtswidrig eingesetzt haben, ist für sich genommen für mich noch kein durchgreifendes Argument zu sagen, Deutschland darf diese Drohnen nicht anschaffen. Die Gründe für ein solches Anschaffungsverbot müssten hiervon getrennt sein und für sich genommen hinreichend stark sein. Ob es solche gibt, darüber diskutiere ich gern mit Ihnen gleich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Kress. Daphne, darf ich dich bitten? I'll speak from here. Soll ich gleich von hier sprechen? Guten Morgen. Ganz herzlichen Dank. Ich bin im weitesten Sinne einverstanden mit den Bemerkungen auch zur amerikanischen Position. Ich möchte das ein bisschen zusammenfassen und es gibt eine Kontroverse in den USA über die Art und Weise, wie die USA Drohnen anwenden. Und wenn ich über Drohnen spreche, spreche ich über ferngesteuerte Geräte und nicht autonome, die selbstständig agieren. Und das ist dennoch etwas ganz anderes, denke ich, sogar auch aus rechtlicher Sicht. Und ich möchte auch sagen, dass es natürlich auch Unterschiede gibt bei den Menschenrechtsorganisationen, wie das angegangen werden soll. Also vertrete ich hier nicht alle Menschenrechtsorganisationen. Die Perspektive von Human Rights First ist eher pragmatisch, würde ich sagen. Wir denken, dass die Anwendung von Drohnen rechtlich möglich ist. Also es ist nichts an den Drohnen, das sie illegal machen würde, wie das gestern auch teilweise angesprochen wurde. Und die gezielte Tötung ist schon etwas, was akzeptabel ist in einem bewaffneten Konflikt. Das ist besser als pauschales Töten und dabei ist nichts Falsches. Aber die Schwierigkeit bei der amerikanischen Position ist, dass es viel Verwirrung darüber gibt, wo ist denn ein bewaffneter Konflikt zu sehen und was ist der Umfang dessen. In einem bewaffneten Konflikt unter humanitärem Völkerrecht ist es so, dass die Vereinigten Staaten und andere Kriegsbeteiligte die feindlichen bewaffneten Kräfte ins Visier nehmen können, der Opposition oder der Zivilisten, wenn sie an den feindseligen Handlungen beteiligt sind. Und außerhalb eines bewaffneten Konfliktes geht das nur für Selbstverteidigung und das ist eben als Reaktion, als Bedrohung auf das Leben zu sehen. Das Problem bei den Einsätzen der USA ist ein Mangel an Informationen darüber, wie diese Gesetze angewandt werden. Also sagt man,
dass sie immer innerhalb des internationalen Völkerrechts, humanitären Völkerrechts arbeiten. Und jedoch muss man sagen, dass sie es sehr weit auslegen. Und wir wissen gar nicht genau, wie das ausgelegt wird, denn es gibt viele rechtliche Memos, die vom Justizministerium geschrieben werden, wie man diese Gesetze zu interpretieren hat. Aber wir haben dazu keinen Zugang und wir haben das nicht öffentlich. Und wir kennen auch keine Fakten darüber, wer eigentlich getötet wird und warum und welche Basis dafür besteht. Ist die Basis, weil wir in einem bewaffneten Konflikt stehen mit diesen Menschen oder sind sie eine unmittelbare Bedrohung für uns? Wir wissen darüber nichts. Und wir schätzen, dass das Tausende sind oder 4.700 sind die letzten Schätzungen von Leuten, die getötet wurden. Und das sind eben viele Leute, über die wir nicht wissen, warum sie eigentlich getötet wurden. Und ich möchte hier noch einige spezielle Probleme ansprechen, die ich habe und die die Menschenrechtsgemeinde in den USA auch hat, im Allgemeinen mit der Art und Weise, wie die USA die Gesetze des bewaffneten Konflikts interpretiert haben und das humanitäre Völkerrecht. Und bei bewaffneten Konflikten haben die USA gesagt, dass bei bewaffneten Konflikten sie Mitglieder der Al-Qaida, der Taliban oder angeschlossenen Kräften ins Ziel nehmen können. Und wir wissen nicht, was angeschlossene Kräfte sind. Das ist das erste Problem. Das ist nämlich auch unter Verschluss gehalten. Die USA definieren also nicht öffentlich, wer der Feind ist. Aber auch dabei stimmt es nicht, dass man jedes Mitglied der Gruppe ins Visier nehmen kann, sondern nur Mitglieder der bewaffneten Kräfte dieser Gruppen oder Menschen, die eine kontinuierliche Kampffunktion ausüben. Und das ist ein großer Unterschied. Die USA haben also die Haltung vertreten, dass sie ganz gesetzlich jemanden ins Visier nehmen können, der als Assistent oder Gehilfe arbeitet, als Koch oder als Fahrer für das Regime. Und das überdehnt die Grenzen des Völkerrechts. Und das ist ein Problem in diesen bewaffneten Konflikten. Gehen wir einmal weg vom klassischen bewaffneten Konflikt und Afghanistan, dann gibt es diese Drohnenfrage, die auch immer mehr außerhalb von bewaffneten Kampfzonen eingesetzt werden. Und was ist dafür die Rechtfertigung? Die USA haben nicht klar zum Ausdruck gebracht, ob die Rechtfertigung ist, dass man das jetzt weiterfasst, wo der bewaffnete Konflikt sich abspielt, obwohl man sagt, nein, es betrifft nur Al-Qaida und die verbundenen Kräfte, wo immer die auch sind. Aber Präsident Obama hat kürzlich auch gesagt, bezog sich da auf externe Zonen außerhalb von traditionellen Konfliktgebieten. Und da hat die Regierung gesagt, wir nehmen nur Einsatzleitfiguren ins Visier, weil sie eine kontinuierliche und unmittelbare Bedrohung auf die USA ausüben. Und wir wissen nicht, wie sie diese Einsätze definieren. Wir haben keinen Zugang zu den Informationen, die sie heranziehen, um jemanden als solche Führungskraft zu definieren. Und die unmittelbare Bedrohung ist auch in ihrer Definition nicht klar, denn wenn man über unmittelbare Bedrohung spricht, dann ist das ganz spezifisch, konkret und unmittelbar. Jemand lanciert einen Angriff, man weiß, wer das ist, wo das stattfindet und wann ungefähr das stattfinden wird. Aber darum geht es hier nicht. Und die US-Vertreter haben öffentlich und auch in geheimen Memos diese unmittelbare Bedrohung viel weiter definiert und haben da ein sehr vages, flexibles Konzept dieser Unmittelbarkeit. Also das ist keine unmittelbar nahende Bedrohung, sondern sie haben einfach nur Grund anzunehmen, dass eine Person eine Bedrohung darstellt. Das muss keine Bedrohung eines speziellen Angriffs sein oder eines speziellen Zeitpunkts, zu dem das passieren wird, sondern sie haben dieses Unmittelbare eher so definiert, dass es da vielleicht ein Fenster der Möglichkeiten gibt, diese Person zu töten. Wenn man zum Beispiel weiß, dass die Person sich gerade in Jemen oder in Pakistan bewegt, dann kann man die überwachen und da ist eine Drohne, die man einsetzen kann zur Tötung. Das ist also eine Chance, die sich eröffnet, die es dann gesetzlich macht, auch außerhalb eines bewaffneten Konfliktes hier einzugreifen. Und das ist eine sehr schwierige Strategie in Bezug auf das Völkerrecht, denn dann ist das nicht Unmittelbarkeit und Selbstverteidigung, sondern das sind einfach Chancen, Möglichkeiten, die sich bieten, um verdächtige Terroristen zu töten. Die USA sagen, wir ziehen es vor, die erst einmal festzunehmen oder dass die Partnerländer die Terroristen festnehmen, aber oft ist das gar nicht möglich. Im Jemen zum Beispiel gab es einige Fälle, wo jemand
ganz offen in einer Gemeinschaft gelebt hat und der hätte auch verhaftet werden können, aber ist durch eine Drohne getötet worden. Also ist es nicht klar, wenn die USA sagen, es ist nicht machbar, jemanden festzuhalten oder in Haft zu nehmen, sondern sie möchten einfach die Truppen nicht der Gefahr aussetzen. Also wie wird diese Machbarkeit eigentlich definiert? Das ist die Frage. Und das sind die zwei grundlegenden rechtlichen Probleme, die Definition, wer ins Visier genommen wird im bewaffneten Konflikt und dieses flexible Konzept der unmittelbaren Bedrohung und die Rechtfertigung für die Tötung deshalb, durch, dass jemand eben gezielt getötet werden kann durch eine amerikanische Drohne. Und ein großes Problem, eine Fragestellung, die wir diskutieren, und das sind nicht unbedingt neue Gesetze, die wir bräuchten, denn in den USA ist es so, dass neue Gesetze durch den Kongress gehen müssen und dann oft schlechter sind als die alten Gesetze. Also ich war sehr lange in Washington und da möchte man nicht versuchen, ein neues Gesetz durchzubringen, das sage ich Ihnen. Wir möchten aber mehr Transparenz von Seiten der amerikanischen Regierung. Und da hatten wir gestern schon Diskussionen auf den Podien dazu, zu dieser demokratischen Gesellschaft und wie Tötungen vonstatten gehen und wie eben die Demokratie das alles überwacht. Aber man kann Demokratie nicht funktionieren lassen, wenn die Exekutive keine Informationen zur Verfügung stellt für die Öffentlichkeit. Und selbst wenn es selektierte Informationen gibt an Kongressmitglieder im Geheimen, dann ist das nicht Rechenschaftspflicht, denn diese Kongressmitglieder werden von der Öffentlichkeit nicht zur Rechenschaft gezogen. Also die Demokratie funktioniert nur, wenn wir mehr Informationen haben. Wir müssen wissen, wer getötet wird, warum und welches die Rechtstheorie, die Rechtsgrundlage ist, wie viele Leute, wie viele Zivilisten, wie viele Kämpfer, wie definiert man, wer Kämpfer ist. Und das ist ein großes Problem, denn die USA spricht über Militants, das ist der Terminus, der benutzt wird. Und in Medien steht dann, ja, wir haben 15 Al-Qaida-Militants getötet. Was bedeutet das eigentlich? Ja, die Leute waren im Jemen, vielleicht waren das Aufständische, die gar nicht gegen die USA gekämpft haben. Vielleicht sind das Militants für die jemenitische Regierung, aber sind vielleicht nicht legitime Ziele für die USA. Also gibt es da viele Fragen. Ich werde gleich zum Schluss kommen. Viele in den USA möchten die Regierung dazu bringen, wirklich transparenter vorzugehen und langsam bekommen wir auch mehr Informationen. Und ich möchte die Idee nochmal aufgreifen, dass ich glaube, wir brauchen keine neuen Gesetze. Wir müssen einfach nur die Gesetze anwenden, die bereits bestehen. Dankeschön. Ja, guten Tag auch von mir. Ich habe 6 Punkte, die ich Ihnen nacheinander erzählen werde. Und zwar ein bisschen mehr in die Richtung Abrüstungspolitik als in Richtung Völkerrecht, weil das ist eher mein Spezialgebiet und Völkerrecht haben wir eben 2 Leute schon gehört. Die erste Aussage ist die, wenn man Völkerrecht hört, denkt man zunächst immer an Kriegsvölkerrecht, wie es hier auch diskutiert wurde, vielleicht auch noch Menschenrechtsvölkerrecht, aber es gibt auch das allgemeine Völkerrecht und insbesondere das Friedenssicherungsrecht, das Abrüstungsrecht. Und die beiden, das Kriegsvölkerrecht und das Abrüstungsrecht, sind nicht unbedingt immer parallel, manchmal stehen die in Konkurrenz. Es kann zum Beispiel sein, dass, wenn man argumentiert, Drohnen erlauben gezieltere Angriffe, dass man dann ganz begeistert in die Drohnen einsteigt und sich aber eine höhere Wahrscheinlichkeit von Krieg einhandelt. Und wenn dann ein solcher Konflikt denkbar ist, dann denke ich, sollte zunächst die Priorität dabei sein, Kriegsverhinderung zu machen und nicht einfach nur das Kriegsvölkerrecht im Auge zu halten und die Handlungen im Krieg selbst zu verbessern, in Anführungsstrichen. Zweiter Punkt, neue Militärtechnik, wie sie jetzt ja hier zum Thema dieser Tagung gemacht wurde, ist sehr häufig mit einem Kampfvorteil verbunden, schon in der Geschichte. Denken Sie an Feuerwaffen gegen Speere oder Pfeil und Bogen, zum Teil sogar kriegsentscheidend gewesen, sodass, sagen wir mal, seit dem Zweiten Weltkrieg die wichtigen Militärstaaten systematisch Wissenschaft und Technik vorantreiben für neue Militärtechnik, insbesondere im Kalten Krieg, aber auch durchaus fleißig weiter nach dessen Ende. Paradigmatisch wird das gesagt in dem deklarierten Ziel des US-Verteidigungsministeriums, die Forschung und Technikentwicklung für Technologien macht, die bezahlbare und entscheidende militärische Überlegenheit schaffen soll, um jeden Gegner auf jedem Schlachtfeld zu besiegen. Das ist jetzt ein fast wörtliches Zitat. Und man kann sich fragen, ob das eine realistische
Möglichkeit ist, wirklich jeden Gegner auf jedem Schlachtfeld, man denke an größere Koalitionen gegen die USA, man denke an manche Kriege der USA, die nicht so richtig gewonnen wurden, aber jedenfalls ist das das explizite Ziel und möglicherweise liegt da auch ein Grundproblem der internationalen Sicherheit. Dritter Punkt, neue Militärtechnik kann Krieg wahrscheinlicher machen. Einmal objektiv auf der militärischen Seite, indem der Druck zu schnellem Zuschlagen in einer Krise oder in einer Bedrohungssituation steigt. Das ist im Kalten Krieg mit dem Übergang vom Bomber, der 8 oder 9 Stunden brauchte, um von USA in die Sowjetunion zu kommen oder umgekehrt, mit dem Übergang von diesem Bomber zur Interkontinentalrakete, die nur noch eine halbe Stunde flog, passiert. Das ist im Übergang passiert von der Bestückung einer Rakete mit einem Sprengkopf, Nuklearsprengkopf, zu 3 oder 10 Nuklearsprengköpfen und mit verschiedenen anderen Dingen. Das ist ein bisschen mit Raketenabwehr der Fall gewesen. Also wenn eine neue Technik die Bedrohung einer Seite erhöht oder beider Seiten und den Druck, schneller zu agieren, schneller zu reagieren, dann ist weniger Zeit nachzudenken, in einer Krise zu prüfen, ob das jetzt ein Fehlalarm war oder ob da irgendwie sonst was Missverständliches passiert ist. Wenn man innerhalb von 10 Minuten seine Raketen startklar machen muss und starten muss unter Bedrohung, dann kann man eben den Atomkrieg aus Versehen auslösen aufgrund einer Fehlmeldung. Da gibt es ja Dutzende von Beispielen im Kalten Krieg, die dokumentiert sind, wie das gewesen ist. Nun ist es heute vielleicht für die Raketen, die wir allerdings immer noch haben, nicht mehr so ganz dringend. Aber dasselbe kann man sich zum Beispiel für Flotten von Kampfdrohnen vorstellen, die sich in einer Krisensituation gegenseitig beäugen. Wenn man nicht eine völlig asymmetrische Situation hat, wo eben eine Seite absolute Lufthoheit hat und können da also wochenlang über einem Haus kreisen und gucken, wer da raus und rein geht, sondern wenn eben zwei mehr oder weniger gleich starke Flotten sich gegenseitig beäugen und sich darauf vorbereiten, dass es gleich losgeht mit dem Schießen. Es gibt aber auch die subjektive und politische Seite, wie sie von Friedensforschern immer wieder erwähnt wird, dass nämlich gerade zum Beispiel bei der Frage, haben wir viele eigene tote Soldatinnen und Soldaten zu erwarten in einem Krieg, wenn man dann ohne Soldaten zu schicken, also ohne Menschen zu schicken, Kampf führen kann, dann ist die Versuchung, Gewalt auszuüben, mit militärischen Mitteln deutlich größer und es wurde gestern schon gesagt, man kann sich kaum vorstellen, dass Pakistan bemannte Kampfflugzeuge der USA in Waziristan dulden würde, wohingegen die Drohnen, da können sie so irgendwie stillschweigend das tolerieren. Nächster Punkt, wenn neue Militärtechnik gefährlich werden kann, dann spricht alles dafür, sie vorbeugend zu begrenzen durch internationale Abkommen. Das ist der einzige Weg, wie man das eigentlich machen kann, weil wenn man sonst durch das Sicherheitsdilemma sich bedroht fühlt durch entsprechende neue Technik auf der anderen Seite, hat man starke Motive, das selbst auch aufzubauen. Also muss es international begrenzt werden. Das nennt sich präventive Rüstungskontrolle, vorhin auch kurz angesprochen. Man könnte denken, dass das alles Mondschein und Zukunft und Science Fiction ist, aber nein, da gibt es eine Reihe von Beispielen von existierenden Verträgen, die schon Entwicklung neuer Waffentechniken verbieten, nicht nur den Einsatz und die Nutzung und die Stationierung, sondern schon Entwicklung und Erprobung, etwa zum Beispiel bei B- und C-Waffen. Bei Laserblendwaffen ist nur der Einsatz verboten, aber danach wurde praktisch Forschung und Entwicklung und Erprobung komplett eingestellt. Der ABM-Vertrag, also der Vertrag zur Begrenzung von Raketenabwehrsystemen, leider nicht mehr in Kraft, hat auch schon die Entwicklung bestimmter neuer Raketenabwehrsysteme verboten. Heute, nächster Punkt, können wir uns fragen, was wird in den nächsten 10 oder 20 Jahren in der Richtung auf uns zukommen. Ich bin dankbar für den Beitrag von Peter Singer gestern, der vieles von dem praktisch schon an Beispielen vorgeführt hat. Wir reden über Cyberkrieg. Die Frage ist, wer war das? Wir reden über autonome Waffen oder auch automatisierte Entscheidungssysteme, die operativ Schlachten schlagen sollen, mindestens vielleicht mal im Weltraum, aber sicherlich dann auch auf der Erde und in der Luft. Wir reden über kleine und kleinste Systeme, die sich irgendwo einschleichen und vielleicht eine Minisprengladung in einem Gehörgang zünden, um jemanden umzubringen, sei es auch jemand in der Politik, als terroristische Möglichkeit. Wir reden über die Möglichkeit, zu Hause etwas zu bauen in einem Syntheseapparat, das dann später eine hochselektive biochemische Waffe werden könnte oder in einem 3D-Drucker, ein Mikroroboter, der irgendeinen Unsinn macht, sodass eigentlich Rüstungskontrolle und präventive Rüstungskontrolle heutzutage immer dringender wird. Aber andererseits ist die politische Situation dafür gerade nicht sehr positiv.
Allerdings muss man auch wieder sagen, dass zumindest mit den Befürwortern von Kernwaffenreduktionen durch Präsident Obama da also gewisse kleine positive Ansätze bestehen und dass man vielleicht gewisse Aussichten hat, auch autonome Waffen verboten zu bekommen. Das ist eben der nächste Schritt, der vielleicht in 5 oder 10 Jahren anstehen würde. Letzter Punkt. Ich denke, dass es grundsätzlich so etwas geben sollte wie die Beobachtung des militärtechnischen Fortschritts in Anführungsstrichen, dass man die gefährlichsten Entwicklungen begrenzen oder verbieten sollte. Da ist aber gerade sind die USA das Hauptproblem. Sie geben weltweit 2/3 der Gelder für militärische Forschung und Entwicklung aus und erkennen bisher noch nicht, dass sie mittel- und langfristig sich durch das Weiterverbreiten ihre eigene Bedrohung damit auch erhöhen. Auf lange Sicht stellt sich aber eine Grundsatzfrage, nämlich ob überhaupt Rüstungskontrolle noch leisten kann, Bedrohungen durch militärische Nutzung neuer Technik einzudämmen, wenn nämlich die Verifikationsanforderungen, die Inspektionsnotwendigkeiten quasi bei jedem Computerbesitzer zu Hause im Keller oder in jeder Firma so intensiv würden, so aufdringlich, dass sie vom Militär oder der Industrie nicht mehr akzeptiert würden. Wir haben ein solches Beispiel schon ein bisschen mit dem Einhaltungsprotokoll zur biologischen Waffenkonvention, das eben 2001 gescheitert ist. Von daher kann es uns passieren, dass in 15 oder 30 Jahren Rüstungskontrolle die internationale Sicherheit gar nicht mehr gewährleisten kann, weil sie nicht mehr zustande kommt wegen dieses unlösbaren Verifikationsproblems. Und dann können wir entweder ein Riesenwettrüsten bekommen mit jeder Menge Instabilität, wo substaatliche und individuelle Akteure sogar starke Rollen spielen können, oder aber die Menschheit lernt sich besser zu organisieren, nämlich etwa so wie demokratische Staaten im Inneren mit einem Monopol legitimer Gewalt bei einer demokratisierten Vereinten Nationen und Sicherheit nicht mehr dadurch zu gewährleisten, dass man nationale Streitkräfte aufrechterhält. Das ist ein langfristiges Ziel, aber die Europäische Union zeigt schon, wohin es vielleicht gehen könnte und sollte. Die Etablierung internationaler Autoritäten wie die internationalen Gerichtshöfe und so weiter, alles in diese Richtung sollte gestützt werden. Aber wenn man anfängt, jetzt über Drohnen und Kleinstwaffen und Cyberkrieg und so weiter zu reden, dann denke ich, kommt man um diese Perspektive eigentlich auch nicht herum. Danke. Ja, vielen Dank, Jürgen Altmann. So, bevor wir ins Publikum gehen, würde ich noch eine Runde an Rückfragen hier auf dem Podium halten. Zunächst möchte ich eine Sache mal kurz zusammenfassen und würde dann von den Völkerrechtlern mich rückversichern lassen, dass ich das auch richtig zusammenfasse. So wie ich Sie beide verstanden habe, ist der Betrieb, der Einsatz bewaffneter, ferngesteuerter Drohnen im Rahmen eines bewaffneten Konflikts, sei dieser international oder nicht international, völkerrechtlich unproblematisch. Das heißt, wenn wir sozusagen über Drohnen reden, müssen wir zunächst anerkennen, dass das Völkerrecht auf dieser Ebene keine Probleme hat. Würde ich gerne nochmal, dass Sie das sozusagen, wenn das tatsächlich so richtig zusammengefasst ist, das nochmal betonen. Denn das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache, dass wir hier immer sehr genau unterscheiden müssen, wo wird die Drohne eingesetzt und die Frage, das käme dann in der nächsten Runde, wie verhält sich die Drohne? Wird sie ferngesteuert? Ist sie autonom? Und das wäre dann sozusagen ein Punkt, den ich dann jetzt doch nochmal als erweiterte Frage an die beiden Völkerrechtler stellen würde. Bisher habe ich von Völkerrechtlern nämlich immer nur die Antwort bekommen auf die Frage, ist Autonomie völkerrechtlich vertretbar? Ja, Autonomie haben wir noch nicht und wir Völkerrechtler reden nur über das, was es gibt. Und nun können Sie hier nicht weglaufen. Also insoweit würde ich die Frage sozusagen dann doch gerne schärfer stellen wollen. Also was sagt das Völkerrecht? Welcher Grad von menschlichem Einfluss muss da noch gegeben sein? Oder ist das Völkerrecht an der Stelle still? Eine weitere Frage, auch nochmal an die Völkerrechtler, ist die Frage, wenn so eine Übereinkunft herrscht, dass die Targeted Killings der USA nicht mit dem Völkerrecht vereinbar sind, mit dem geltenden Völkerrecht. Inwieweit kann denn die Praxis zu einer Änderung des Völkergewohnheitsrechts führen? Und vor allen Dingen, wie spielt auch das Schweigen der Europäer da rein? Kann man das als Duldung dann in diesem Zusammenhang werten? Von Großbritannien wird ja
gemunkelt, zumindest, dass Intelligence zur Verfügung gestellt wurde, die dann in Targeted Killings eingeflossen sein soll. Nehmen wir an, das wäre richtig, wir können es nicht belegen, wir können auch nicht das Gegenteil belegen, nehmen wir an, das wäre richtig, würde das nicht eine Unterstützung dieser Praxis bedeuten und wohin kann das führen? Also das wären meine Fragen an die Völkerrechtler. Ja, und an Jürgen Altmann die Frage, er hat ja selbst das Problem der Verifikation angesprochen, dass sich bei zunehmender Komplexität von Software, von automatischen Systemen stellt. Aber wie gehen wir damit um? Wie lösen wir dieses Verifikationsproblem denn? Ist es wirklich nicht lösbar? Und müssen wir sozusagen nur darauf hoffen, Normen etablieren zu können, die auf der normativen Ebene wirken, aber die nicht mehr überprüfbar sind? Das wäre sozusagen nochmal meine Frage an das Podium. Und ich würde sagen, Daphne, möchtest du anfangen? Nun, was den ersten Punkt angeht, ob Drohnen also inhärent mit dem internationalen Recht oder dem Völkerrecht sind. Nun, in gewisser Hinsicht sind sie einfach eine andere Waffenplattform. Das möchte ich nicht qualifizieren, denn wenigstens was die USA angeht, werden die Drohnen geheim eingesetzt. Es ist ganz schwierig, die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen, was zivile Opfer angeht. Es ist also schwierig zu wissen. Und es gibt ein entsprechendes Argument, das sagt, dass das nicht mit dem Völkerrecht einhergeht, einfach weil man nicht wissen kann, ob eine Tötung verhältnismäßig ist. Es gibt unverhältnismäßig hohe Zahlen an zivilen Opfern. Wir wissen das nicht, weil es geheim ist und weil wir teilweise auch keine Bodentruppen vor Ort haben. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit zu verifizieren, wer ein ziviles Opfer war und wer wirklich ein Kämpfer war. Das ist also eine Qualifizierung. Ich würde sagen, es ist nicht ein wirklicher Schwerpunkt der Rechtsdebatte in den USA, aber in jedem Fall ist es vom UN-Sonderberichterstatter aufgeworfen worden und es ist auf jeden Fall ein Thema, das es wert ist zu diskutieren. Weil Drohnen eben geheim eingesetzt werden, gibt es die Möglichkeit, die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Dann brauchen wir menschlichen Einfluss. Ich glaube nicht, dass das Völkerrecht geschrieben wurde, als jemand dachte, dass es überhaupt keinen menschlichen Einfluss mehr geben würde. Da dachten die Menschen noch nicht an die automatischen Waffensysteme. Vielleicht brauchen wir also ein neues Gesetz in diesem Bereich, um einfach zu wissen, inwieweit Menschen beteiligt sein müssen, wenn es um das Zielen geht, wenn es darum geht, abzuzielen. Nun, dann der dritte Punkt. Wenn die gezielten Tötungen nicht mit dem Völkerrecht einhergehen, was kann man dann tun? Ich denke, das ist eine schwierige Frage, denn weil es geheim ist, weil die USA das Völkerrecht anders auslegt als alle anderen auf dieser Welt, haben wir ein Problem. Es ist also ganz schwierig, das hier zu belegen. Andererseits ist die Tatsache, dass die USA sich verlassen auf die Verbündeten, Großbritannien und so weiter, was die Intelligenz angeht im Kontraterrorismus, da hat man natürlich diesen Hebel und kann die USA dazu bringen, zu sagen, sie müssen mit dem Völkerrecht einhergehen, das müssen sie demonstrieren, dass sie es einhalten. Das können andere Länder natürlich machen. Man kann hier Druck auf die USA in gewisser Hinsicht ausüben und ich hoffe, dass sich das auch weiter in der Zukunft bewährt. Die Frage stellen, ob wir irgendwann bei der Delegation von Entscheidungen an Maschinen an einen Punkt kommen, wo diese Delegation per se als unmoralisch, etwa menschenwürdewidrig auszuscheiden ist, weil hier Entscheidungen über Leben und Tod zu Lasten von Menschen nicht mehr von Menschen getroffen werden. Das ist aber eine Frage, zu der ich keine besondere Kompetenz reklamieren kann. Für die rechtliche Frage, für die rechtliche Ebene stellt sich aus meiner Sicht am härtesten die Frage, ob der harte Kern der Verhältnismäßigkeitsprüfung im Hinblick auf die in Kaufnahme ziviler Begleitschäden. Also nicht nur das quantifizierte Ermessen, wie viel zivile Schäden sind zu befürchten. Das kann vielleicht je nach Kontext eine Maschine noch leisten. Aber das muss ja im Rahmen dieser sehr schwierigen Verhältnismäßigkeitsprüfung abgewogen werden gegen die Frage des konkreten militärischen Vorteils, der durch eine solche Operation erzwungen. Dieser militärische Vorteil ist kontextabhängig, hängt von ganz vielen Imponderabilien und Wägbarkeiten ab und muss dann noch einer Wertung zugeführt werden, die nicht zu mathematisieren ist.
Ob das zu leisten ist, für den Augenblick bin ich noch nicht überzeugt. Und wenn dieser Weg gegangen wird, letzter Punkt, dann müsste auf jeden Fall komplementär die Frage gestellt werden, ob wir nicht auf der vorverlagerten Ebene der menschlichen Entscheidungen, die zur Aktivierung solcher Systeme führen, wir völkerrechtlich nachbessern müssen im Rahmen neuer Due Diligence Standards. Man müsste auch über Dinge wie Gefährdungshaftung, Ultra Hazardous Activities nachdenken und auch das gesamte Völkerstrafrecht und die Haftungsmechanismen wären neu durchzudeklinieren, denn es kann ja nicht richtig sein, dass wir in einen Zustand hineinkommen, in dem völkerstrafrechtliche Haftung mangels Anwendbarkeit der Normen, die nicht für diesen Kontext geschaffen worden sind, überhaupt nicht mehr anwendbar sind. Aber Sie sehen, es sind mehr Fragen als Antworten. Ja, also zumindest freue ich mich, dass Sie der Frage nicht ausgewichen sind, wie es bisher bei Völkerrechtlern öfter der Fall war. Aber offensichtlich ist das Völkerrecht an der Stelle halt auch offen für Interpretationen und schwierig anzuwenden. Jürgen Altmann, bitte. Ja, bevor ich zur Frage der Verifikation komme, will ich auch gerne was zur Frage neuen Rechts machen. Ich denke, dass die militärischen Erwägungen dazu führen werden, dass autonomes Schießen schleichend, aber dann immer weiter eingeführt werden wird, wenn denn die internationale Gemeinschaft nicht explizit neues Recht einführt, was das verbietet. Es gibt den Druck zu schnellen Reaktionen. Es gibt die Bemühung, einen Soldaten, eine Soldatin, einen ganzen Schwarm von bewaffneten Kampfrobotern steuern zu lassen oder eigentlich nur noch zu beaufsichtigen, wo also aus reinen Zeitgründen nicht mehr jede einzelne Schießentscheidung durch den Menschen gesteuert werden kann. Es gibt ökonomische Druck in dieser Gegend und es kann eben auch durchaus sein, dass in einer zukünftigen Situation die Kommunikationsverbindung, die Fernsteuerverbindung gestört oder zerstört ist, mit der man, sagen wir aus Nevada oder aus irgendwo in Berlin, die Kampfdrohne fernsteuert. Und dann kann man entweder die Kampfdrohne zurückkehren lassen oder man kann sagen, es ist uns wichtig genug, dass sie irgendwie ihren Auftrag erfüllt und man wird sie dann eben automatisch schießen lassen wollen. Also der militärische Druck alleine wird größer sein als die generellen Reservierungen, die aus dem Völkerrecht kommen werden, wo man sagt, eigentlich müsste man Proportionalitätserwägungen machen, Diskriminierung machen und so weiter. Das alleine wird nicht ausreichen, um diese Entwicklung aufzuhalten. Ich denke, es müsste ein Abkommen geben, was autonomes Schießen ausdrücklich verbietet, mit ein paar ganz kleinen Ausnahmen, wie zum Beispiel Iron Dome meinetwegen oder Phalanx oder andere Systeme, die in letzter Sekunde Flugkörper, die auf ein Schiff zielen oder in irgendeine bewohnte Gegend, noch abschießen können. Da müsste es also ein paar Ausnahmen geben. Wir haben von dem International Committee for Robot Arms Control angefangen nachzudenken, wie diese Ausnahmen definiert werden könnten und welche Systeme und wie man operationalisieren kann, dass sichergestellt wird, dass in jedem einzelnen Schießereignis ein Mensch die Entscheidung getroffen hat. Das ist das, was wir gerne in eine solche Konvention hineinschreiben würden. Und man kann so etwas nicht im Vorhinein überprüfen. Es wird völlig unakzeptabel sein, die Software anzusehen, die Steuerungssoftware von einer bewaffneten Drohne oder einem unbemannten Panzer. Und natürlich könnte diese Software innerhalb von 5 Sekunden per Download von ferngesteuert auf automatisches Schießen umgestellt werden, wenn man es nur vorher mal probiert hätte. Also im Vorhinein die Einhaltung eines solchen Vertrags zu überprüfen, ist praktisch ausgeschlossen. Aber so ähnlich ist es mit einigen anderen Kriegsvölkerrechtsvorschriften. Dumm-Dumm-Geschosse werden auch nicht im Vorhinein durch Inspektionen der Munitionslagerstätten geprüft, ob die Leute die bevorratet haben, sondern wenn es eben eine Beobachtung gibt in einem Kampfgeschehen, dass ein illegales Geschoss verwendet wurde, dann kann man sich zum Beispiel an das Komitee vom Internationalen Roten Kreuz zur Tatsachenfeststellung wenden oder man kann an den UN-Sicherheitsrat gehen und verschiedene andere Möglichkeiten. Und so ähnlich könnte man es in dem Fall machen. Wir denken allerdings, dass man da mehr Mechanismen bräuchte. Man könnte eine kryptografisch abgesicherte Aufzeichnung machen der gesamten Kommunikations- und Sensordaten, die von dem Kampfsystem an die Steuerzentrale zurückgegangen sind und von der Steuerzentrale in das System gegangen sind und das mit einem Code, der abgesichert ist, ähnlich wie die TANS und so weiter bei Banküberweisungen, sicher in einem Computer hinterlegen und internationale Organisationen, die zum Beispiel speziell für einen solchen Vertrag gegründet würden, hätten das Recht,
in Zweifelsfällen nachzufragen, bitte reicht uns mal die Daten rüber von diesem und jenem Ereignis. Wir haben die Befürchtung oder irgendjemand hat behauptet, dort wurde automatisch geschossen. Und dann kann man das im Nachhinein überprüfen und hat dann ähnlich wie bei anderen möglichen Kriegsvölkerrechtsverletzungen forensisch im Nachhinein die Möglichkeit zu klären, ist dort eine Verletzung gewesen und dann gegebenenfalls politisch darauf zu reagieren. Ansonsten steht und fällt das Ganze mit einer starken Norm, die aufgebaut werden müsste, ähnlich wie es ist unanständig, Biowaffen einzusetzen, es ist unanständig, automatische Schießsysteme zu haben, die selbstständig Ziele wählen und Menschen umbringen. Ein noch schwierigeres Verifikationsproblem haben wir bei Cyberkrieg. Wenn man dort Begrenzungen einziehen wollte, was ich sehr dringend finde, dort haben wir im Dunkeln ein Wettrüsten mit ein bisschen Antesten schon mal, aber im Prinzip kann das hinüberschwappen in die reale Welt und es gibt ja auch entsprechende Androhungen schon. Wenn wir massiv über das Internet beeinträchtigt werden, dann behalten wir uns vor, ganz normal konventionell oder gegebenenfalls auch nuklear zurückzuschlagen. Also da gibt es Wechselwirkungen, da muss unbedingt was passieren. Andererseits wird das Internet gerade zur Vermeidung von Hackerangriffen systematisch die ganze Zeit beäugt. Und warum sollte es nicht irgendwie möglich sein? Da müsste nochmal richtig geforscht werden und kreativ nachgedacht werden, die Überwachung, die dort sowieso stattfinden, nutzbar zu machen, um festzustellen, ob Staaten irgendwie heimlich irgendetwas vorbereiten. Das ist aber, wie gesagt, ein reines Forschungsgebiet. Was die bewaffneten Drohnen selbst nochmal angeht, wäre verifikationsmäßig die einfachste Lösung, jede Art von unbemannten bewaffneten Systemen einfach zu verbieten. Dann müsste man nur bei Inspektionen kommen, wie unter dem Vertrag für konventionelle Streitkräfte in Europa, und immer gucken, haben die Flugzeuge noch eine Kuppel, wo der Pilot ein- und aussteigen kann, ist da noch ein Schleudersitz und so weiter, haben die Panzer noch Sitze für die Fahrerin oder den Fahrer und so weiter. Sobald das nicht mehr da ist und die Systeme zu klein sind, sind sie von vornherein bei der Inspektion als illegal erkannt. Das ist eigentlich die Lösung, die ich bevorzugen würde. Meine internationalen Kollegen sind da etwas pragmatischer von dem Komitee und sagen, das kriegen wir so schnell nicht durch. Und dann fängt es eben an, dass man differenziert hingucken muss. Aber sozusagen unter dem Modell Verbot autonomen Schießens noch erlaubten ferngesteuerten unbemannten Systeme, dort quantitative und qualitative Beschränkungen zu überprüfen, ob irgendein Land nicht mehr als die erlaubten 250 Großdrohnen mit Schießapparaten und vielleicht 5000 Kleinstdrohnen mit Schießapparaten hat. Das könnte man im Wesentlichen mit den bisherigen Inspektionsmöglichkeiten überprüfen. Ja, vielen Dank. Wir sehen also neue Herausforderungen auch für die Rüstungskontrolle, aber auch Ansätze, wie das machbar ist. Bevor nun bei Ihnen der Morgenkaffee die Wirkung verliert, würde ich vorschlagen, dass wir mit Fragen ins Publikum gehen. Da sind auch schon Hände. Wir gehen von vorne nach hinten hier die Reihe einfach durch. Mein Name ist Erich Pawlik. Ich bin Informatiker. Deswegen interessieren mich so einige von den Bemerkungen hier. Aber ich fange mal mit einer Frage an die beiden Völkerrechtler an, über eine mögliche Parallelität. Diese ganzen automatisierten Systeme haben ja die wesentliche Eigenschaft, ich mache einen Plan, jemanden zu töten. Möglicherweise spezifisch oder unspezifisch. Und dann wird er irgendwann später zeitlich, räumlich abgetrennt ausgeführt. Und wir haben ja eine Diskussion vor ein paar Jahren über Landminen gehabt. Und Landminenfelder haben in gewisser Weise genau diese gleiche Eigenschaft. Also ich mache einen Plan zum Töten von irgendwelchen Menschen oder mit irgendeinem militärischen Zweck. Und da hat es ja auch völkerrechtliche Diskussionen drum gegeben. Inwieweit sind die eventuell auf automatisierte Waffensysteme anwendbar? Also das wäre so meine erste Frage. Die andere Frage, die ich noch habe, also mich hat gerade so die Verifikationsvorschläge von Herrn Altmann etwas geschaudert. Weil alles, was da an Verifikationstechniken, speziell im Cyberspace, anwendbar ist, ist in gewisser Weise Dual-Use-Technologie. Nämlich Technologie, die auch die interne die internen Prozesse in einem demokratischen Land weg von der Demokratie verschieben kann. Überwachungstechnologien, die dafür geeignet wären, sind zumindest aus Sicht von einem Informatiker sehr, sehr ähnlich wie Überwachungstechnologien, die auch Menschen überwachen können, die Oppositionelle unterdrücken können oder ausspähen können. Wie schafft man es, die beiden Sachen auseinanderzuhalten? Ja, vielen Dank.
Wer möchte zuerst? Ladies first. Zur Frage der automatischen Systeme, das ist ja ein guter Punkt, dass Sie da diese Vergleichbarkeit sehen zu den Landminen. Das kann man durchaus tun. Die Schwierigkeit ist, dass Leute in der Industrie eben diese automatischen Waffen herstellen und da gibt es viel Druck, sie von Seiten der Industrie auch dann zum Einsatz zu bringen. Und das ist ein weiterer Grund, hier Normen und Standards in Verträgen festzulegen. Aber Roboter können natürlich unterscheiden und sie haben diese Sensoren und können besser bestimmen als Menschen, wer ein richtiges Ziel ist und wer nicht. Und Landminen haben das nicht, diese Fähigkeit. Und das ist das Argument, das man dem entgegenhalten kann. Aber natürlich kann man diese Parallele durchaus ziehen. Und wenn man den Status dieser Waffen heute betrachtet, dann hat man noch die Chance, hier regulierend einzugreifen. Und ich hoffe, dass da auch etwas kommen wird. Jürgen Altmann. Ja, was die Überwachungsnutzung von Internetüberwachung gegen Hacker und so weiter angeht, stimme ich Ihnen im Grundsatz zu, aber die findet eh statt und zum Teil ist es auch ein wichtiger Teil dessen, dass wir nicht alle von Hackern total lahmgelegt werden. Dann nehmen wir die Bundesbehörde, die das überwacht und manche Mechanismen, um automatisch größere Angriffe zu erkennen und dann gegebenenfalls schnell auch irgendetwas abzuschalten. Da kann man jetzt lange drüber streiten, ob das grundsätzlich gut ist oder nicht oder ob man die damit verbundenen Überwachungsmöglichkeiten als zu negativ ansehen sollte. Aber alle diese Sachen finden schon statt. Und meine Aussage war zunächst nur die, da gibt es dann auch Möglichkeiten zu gucken, ob Staaten Angriffe vorbereiten, wenn man sowieso schon nach Hackern guckt. Aber ich habe es ausdrücklich auch als Forschungsfeld gekennzeichnet. Es ist eine sehr schwierige Frage, aber wir können diese Entwicklung nicht einfach der freien Entwicklung, sagen wir mal, von den jeweiligen Streitkräfteeinheiten, die für Cyberoffensive es ja schon gibt und die das alles vorbereiten, also dem freien Aufwuchs dort überlassen. Da können wir in unheimlich gefährliche und instabile Situationen kommen. Vielen Dank. Jetzt, genau, da wo Sie stehen, direkt. Genau. Bitte stellen Sie sich kurz vor. Ja, Carsten Gericke, Rechtsanwalt. Ich habe zwei Fragen an Frau Iwiatar und den Herrn Professor Kressen. Das betrifft nochmal die Frage, Sie haben beide dargelegt, dass es nicht die Notwendigkeit besteht, jetzt beispielsweise durch Ergänzung des Zusatzprotokolls oder neue Verträge, New Law, zu kreieren. Sie haben das auch sehr pragmatisch begründet, dass die Erfolgsaussichten jedenfalls für die USA sehr begrenzt sind. Meine Frage ist aber nun, vielleicht wenn Sie das noch präzisieren können, wo sehen Sie denn im geltenden Recht hinreichend gefestigte, verbindliche Grenzen für die Fragestellungen, die Sie hier aufgeworfen haben? Also beispielsweise haben Sie ja Professor Kress vertreten, dass Sie durchaus die transnationale Komponente des nicht internationalen Konflikts sehen. Dann stellt sich aber für mich beispielsweise die Frage, wo endet denn das Battlefield? Also wenn wir die Frage stellen, wer ist noch Kombattant, wer befindet sich noch auf dem Kriegsschauplatz, wenn aus Sicht der USA die ganze Welt der Kriegsschauplatz ist, wie kann ich denn überhaupt noch mich dem Battlefield entziehen oder aufgeben sozusagen? Das ist sozusagen die örtliche Komponente und das Gleiche gilt letztlich auch für die zeitliche Komponente. Wann nimmt ein Kombattant in dieser Konzeption dennoch an Kampfhandlung teil? Und ich meine, dass Frau Iwiatar die Problematik, finde ich, sehr deutlich gemacht hat, irgendwie, wenn es denn nämlich ins Detail geht, wer ist sozusagen überhaupt ein legitimes Ziel? Und ich sehe nicht, dass wir im geltenden Recht hinreichend verbindliche, also von der Weltgemeinschaft akzeptierte Grenzen vorfinden. Und wenn Ihre Antwort ist, wir müssen mit dem geltenden Recht leben, dann wäre die Frage, wie lassen sich denn diese Begrenzungen im Recht auffinden und dann auch durchsetzen? Danke. Ja, sehr, sehr berechtigte und wichtige Frage. Also ich habe einen Bereich genannt, in dem ich mir sogar vorstellen könnte, dass wir Normen brauchten, die wir bislang nicht haben, im Bereich der Festnahme nicht internationaler bewaffneter Konflikte. Da haben wir wirklich ein Desiderat. Im Übrigen könnte man sich in all den
Bereichen, die Sie angesprochen haben, wünschen, das geltende Recht, dem ja nichts widerspricht von dem, was Sie gesagt haben, das geltende Recht zu präzisieren durch neue Bestimmungen. Nach meinem Eindruck, dem mögen andere widersprechen, aber nach meinem Eindruck von der internationalen Situation werden Sie im Moment für Präzisierungen auf der vertragsrechtlichen Ebene, also in einem strengen vertragsrechtlichen Sinne, keinen Konsens hinbekommen. Deshalb ist das zu tun, was in solchen Konstellationen im Völkerrecht gang und gäbe ist, ständig passiert. Es ist sozusagen auf der Ebene darunter nach informelleren Standards zu suchen, die konsensbildend, was gemeinsame übereinstimmende Erwartungen anbetrifft, stabilisierend wirken. Das heißt, es müssen, und das geschieht auch in verschiedenen Bereichen, in möglichst repräsentativen, informellen Staatengruppen und Staatendiskussionen nicht rechtliche Standards, Empfehlungen verabschiedet werden, die bei der Konkretisierung dieser Normen helfen. Nehmen Sie als ein Beispiel den Kopenhagen-Prozess in der von mir angesprochenen Festnahmenproblematik. Der hat, soweit ich das Enddokument gesehen habe, nicht alle Fragen gelöst, von denen ich mir gewünscht hätte, dass sie beantwortet werden, aber immerhin, von der Form her ist das ein solcher Prozess. Zu der Frage, die in dem kurzen Statement meiner Kollegin angesprochen wurde und die Sie jetzt auch angesprochen haben, Interpretation, Konkretisierung des Begriffs direkte Beteiligung an Kampfhandlungen, da haben Sie eine andere Form, die im Konfliktsvölkerrecht nicht ungewöhnlich ist, eine andere Form der Konkretisierung. Da hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, wie Sie sicher wissen werden, eine sehr bedeutsame Empfehlung verabschiedet, die im Grunde genommen ganz genau das leistet, was Sie zu Recht verlangen, nämlich eine Art, ich würde sagen, die erste Form der Dogmatisierung des Kampfführungsrechts im Bürgerkrieg. Natürlich ist die, was heißt natürlich, aber es ist jedenfalls nicht ganz überraschend, dass einzelne dieser Vorschläge nicht bei allen Mächten auf Wohlgefallen gestoßen sind. Das heißt, aus dieser Empfehlung ist jetzt ein transnationaler Diskussionsprozess entstanden zwischen den Staaten, die natürlich letzten Endes bei der Rechtsbildung dann das letzte Wort haben und nicht das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Aber das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, sachverständig beraten, hat diesen Diskussionsprozess angestoßen und er hat jetzt schon, das möchte ich behaupten, ganz unabhängig von den noch streitigen Bereichen, zu einer Konkretisierung und Klärung des Rechtszustands beigetragen. Also viele der Kritikpunkte, die eben bei der amerikanischen Zielauswahl und die ich ausdrücklich unterstreiche, formuliert worden sind, sind relativ präzise aus diesen Auslegungsempfehlungen abzuleisten. Also wird Sie nicht vollständig begeistern, was ich zu sagen habe, aber da Sie in den internationalen Beziehungen immer nur die zweitbeste Lösung kriegen, immerhin auf dieser Ebene gibt es Fortschritte und Bemühungen. Möchtest du was ergänzen? Ja, ich stimme dem zu, dass in der Theorie man natürlich bessere Gesetze haben könnte und klarere Gesetze. Das Problem besteht jedoch darin, dass es zwei Aspekte gibt. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat eine wichtige Rolle gespielt und geklärt, was dieses Gesetz beinhaltet in einem internationalen bewaffneten Konflikt und wann man einen bewaffneten Konflikt hat und wann nicht. Und da konnten wir sagen, dass es bei den USA so war, dass es keinen bewaffneten Konflikt für die USA gab in Somalia, in Jemen oder in Pakistan. Und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz war sehr wichtig, denn wenn man Zusammenkünfte hat mit hochrangigen Anwälten in der Obama-Regierung, dann nehmen sie das sehr ernst, was dieses Komitee sagt. Sie sind nicht immer damit einer Meinung, aber sie haben das Gefühl, dass sie das dennoch sehr ernst nehmen müssen und das ist durchaus entscheidend. Und ich möchte hinzufügen, dass in den USA das Problem ist, dass wenn Leute über ein neues Gesetz sprechen und den Bedarf nach Klärung in einem Gesetz, dass es da das Bedürfnis gibt, ein Hybrid zu schaffen zwischen bewaffneten Konflikten und Kampf gegen den Terrorismus und traditionelle Umsetzung des Rechts. Und dann hätten die USA mehr Macht, diese Umsetzung des Rechts durch das Militär und die CIA international zu haben. Und sie hätten dann mehr Macht als Regierung der USA, gezielte Tötungen vorzunehmen in einem nicht bewaffneten Konflikt. Und deshalb möchten wir eigentlich nicht gerne neue Gesetze anstoßen, denn der Druck in den USA, der gerade da ist, bei der Anwendung dieser Technologie geht in die andere Richtung, nämlich dass man diese gezielten Tötungen liberalisiert und nicht eindämmt.
langsam, ganz langsam, gegen Ende. Ich würde sagen, dass wir jetzt noch mal 3 Fragen sammeln. Da war ganz hinten am Gang, dann hier vorne in der Mitte und hier ganz vorne, dass wir die sozusagen sammeln und im Podium geschlossen geben. Deshalb würde ich Sie auch bitten, die Fragen knapper zu fassen, dass wir das alles hintereinander bekommen. Dankeschön. Ja, ich werde es versuchen, das knapp zu fassen. Ich bin Lukas Hafner, ich studiere Politik und Rechtswissenschaft in München. Meine Frage richtet sich auch an die beiden Rechtswissenschaftler vor allem. Also wir haben ja jetzt gehört, dass es diese Entwicklung gibt, dass die USA durch ihren Einsatz die Regeln, die eigentlich für den Einsatz von letaler Gewalt in transnationalen Konflikten eigentlich gelten, dass die sie sehr weit auslegen, sehr flexibel auslegen und dass das zu einer Entwicklung im völkerrechtlichen Gewohnheitsrecht führen könnte, die eigentlich jetzt politisch zum Beispiel hier nicht gewollt sei, ist in Deutschland. Meine Frage wäre, welche Empfehlungen könnten Sie denn dann zum Beispiel an die Bundesregierung geben, wie dieser Entwicklung am besten beizukommen ist? Sie haben jetzt gemeint, informelle Gremien, dass man dort die Regeln präzisiert, die schon vorhanden sind. Sie haben gemeint, es wäre nicht sinnvoll, den Versuch zu starten, harte Regeln zu erlassen, die zum Beispiel den Einsatz von Drohnen beschränken könnten. Da würde ich gern hören, was denn da noch so verschiedene Wege sind. Vielen Dank. Dann hier vorne, genau. Und von der anderen Seite. Sehr schön. Johann Schmidt, IFSH. Eine ganz kurze Frage zu Herrn Professor Kress. Herzlichen Dank für die sehr überzeugenden, aus meiner Sicht, Ausführungen, die Sie getroffen haben. Meine Frage wäre, Sie haben in Ihrem ersten Punkt darauf verwiesen, dass die USA gewissermaßen zu einer Verwässerung und Überdehnung kommen im Hinblick auf die Interpretation des Selbstverteidigungsrechts im Kontext des sogenannten bewaffneten Konflikts und damit dann gewissermaßen die Schwelle zur Anwendung militärischer Gewalt senken. Jetzt könnte man natürlich sagen, das, was problematisch ist, ist ja eigentlich gar keine militärische Gewalt, sondern es ist geheimdienstliche Gewalt. Also Drohnenangriffe in Pakistan, im Jemen, das ist keine militärische Aktion, das ist auch kein Krieg, das wird von der CIA durchgeführt, ist an sich eine klassische geheimdienstliche Operation, die man ja immer schon auch mit ganz anderen Mitteln durchgeführt hat. Meine Frage an Sie wäre, inwiefern brauchen die USA gewissermaßen aus juristischen Gründen den sogenannten internationalen bewaffneten Konflikt, um das, was sie tun, begründen zu können? Oder könnten Sie das auch gewissermaßen, wenn Sie es als das titulieren würden, was es ist, nämlich gewissermaßen eine geheimdienstliche Operation? Ja, vielen Dank. Und hier vorne, Herr Stadtmann. Ja, ich glaube, manche gehen davon aus, dass es a priori so ist, dass automatische Waffen etwas nicht existentes sein, denn es gibt spezielle Gründe, sie zuzulassen. Ich möchte ein Gegenargument liefern. Das ist ja eine tolle Idee, es sei denn, wir finden heraus, dass wir damit Probleme haben. Aber ich denke, wir sollten das Ganze unterstützen. 3 Argumente für diese Stellungnahme. Zum einen verlassen wir uns auf Maschinen und automatische Systeme in allen anderen Bereichen unseres Lebens. Also wir vertrauen diesen Dingen komplett. Wir haben chirurgische Maßnahmen. Ja, ich tue das nicht. Ja, aber bei mir war das so. Also vor einigen Jahren bin ich zum ersten Mal ins Ausland gereist und habe ein GPS benutzt und hatte eine Karte auf meinem Schoß. Und ich habe der Maschine nur dann getraut, wenn das alles übereingebracht werden konnte. Und heute haben wir alle, die meisten von uns, komplettes Vertrauen in diese Navi-Systeme, Navigationssysteme, obwohl wir wissen, dass sie uns manchmal auch in die Irre führen. Trotzdem vertrauen wir den Navigationssystemen. Und da wir das tun, wenn wir dann ins Ausland fliegen, dann wissen wir, dass die Piloten da auch sitzen und dass sie auch Computer benutzen, wenn wir ins Ausland fliegen. Und wir vertrauen also diesen Maschinen und es ist deswegen seltsam, dass wir denken, dass es in diesem Bereich das nicht tun sollten. Und zweitens, die rechtlichen und moralischen Probleme bei der Kriegsführung sind die Gefahren der Kollateralschäden. Das ist also das Hauptproblem. Und bei diesem Problem, bei den automatischen Waffen,
scheint es so zu sein, dass man da einen großen Vorteil erzielen kann, das nicht zu tun. Also wir sprechen hier nicht nur über Drohnen, sondern auch über andere Waffen. Die kann man ja programmieren. Das ist schon ein großer Vorteil. Und manchmal sind wir zu zynisch über die USA und andere Länder, wenn wir darüber sprechen und wenn wir über ihre Haltung zum Kollateralschaden sprechen. Also aus strategischer Sicht haben diese Länder ein großes Interesse daran, den Kollateralschaden gering zu halten. Dritter Punkt, der wurde auch noch nicht angesprochen, glaube ich. Automatische Waffen haben einen starken Vorteil für die Abschreckung. Denn wir wollen diese Trennlinie ja nicht überschreiten. Und wenn da ein Mensch ist, ob der nun auf einen schießt oder nicht, dann hängt das von vielen Umständen ab. Und man kann vielleicht noch mit einem physischen Menschen sprechen und ihn überzeugen. Aber wenn es um ein automatisches Gewehr geht und wenn man dann über die Linie tritt und dann tot ist, man weiß das, dann geht man nicht über die Linie. Und wenn man weiß, dass man das Flugzeug in ein geografisches Gebiet fliegt, wo das Flugzeug ins Visier genommen wird und man dann getötet wird, dann macht man es einfach nicht oder man überlegt es sich ganz genau. Also im Rahmen der reinen Abschreckung kann man da durchaus Vorteile erzielen. Erinnerung, dass man da durchaus auch andere Perspektiven noch drauf haben kann auf die Materie. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt sozusagen noch die Fragen durch und verbinden das dann auch mit einem Abschlussstatement, wo Sie dann jeweils nochmal kurz sagen, was Ihnen nochmal besonders wichtig ist. Wollen wir von umgekehrter Reihenfolge, wie beim Anfang, dann fangen wir mit Jürgen Altmann an. Das wäre. Ja, zu den juristischen Fragen werde ich mich jetzt nicht äußern, aber gerade die Herausforderungen eben von Daniel Stadtmann, die möchte ich gerne beantworten. Ja, wenn man aus rein militärischer Logik herguckt und die Wechselwirkungen im internationalen System nicht berücksichtigt, dann haben Sie einen gewissen Punkt. Da würde ich zustimmen. Jawohl, wenn man ist stärker abgeschreckt, wenn man sowieso automatisch erschossen wird, wenn man über irgendeine Grenze geht oder mit einem Flugzeug irgendwo hineinfliegt. Aber man muss sich ja gerade darauf vorbereiten und man wird also dann automatische oder nicht so automatische Systeme entwickeln, um genau die automatischen Schießapparate der jeweiligen invadierten Seite zunichte zu machen. Normalerweise nennt man das Unterdrückung der gegnerischen Luftabwehr, Suppression of Enemy Air Defense, was heute auch schon stattfindet. Und wenn wir das voraussehen müssen als Streitkraft, nicht wir, also ich bin Friedensforscher und kein Soldat, aber wenn die Streitkräfte das voraussehen müssen, dann müssen sie sich darauf vorbereiten und alle möglichen technischen und administrativen und organisatorischen Mechanismen erfinden und einführen, um genau diese automatischen Schießapparate zu unterdrücken und ihre Behinderung zu verhindern. Und wir sind dann in dem ganz klassischen Wettrüsten eben nur in einem neuen Feld, in dem Fall auch bei automatischen Waffensystemen. Und von daher denke ich, dass insbesondere, wenn man an Konfliktsituationen oder an Krisensituationen denkt, wo automatische Systeme miteinander wechselwirken, das wurde diskutiert in der SDI-Frage, automatisierte Abwehrsysteme, die sich gegenseitig bedrohen im Weltraum, aber das wäre dann heruntergekocht auf den Luftraum, sagen wir an der Taiwanstraße oder irgendwo entlang an der Grenze, gestern habe ich Indien und Pakistan gesagt, wir können alle möglichen anderen Krisenländer uns oder Krisenregionen uns vorstellen, dass dann eben irgendein unklares Ereignis, ein Sonnenreflex als Mündungsfeuer oder Abschießen eines Flugkörpers missverstanden werden kann und man dann eben automatisch zurückschießt. Das sind die großen Nachteile automatischer Waffen. Man weiß nicht so genau, wie die sich in komplizierten Situationen verhalten werden und sie machen Wechselwirkungen miteinander auf eine Weise, die man nie komplett voraussehen kann, weil man die Steuersysteme der anderen Seite, die Schwärme dieser Kampfdrohnen zum Beispiel automatisch steuern, nicht kennt und natürlich wird man die nicht bekannt geben und man kann es nie richtig ausprobieren. Also dort, das finde ich ein relativ starkes Gegenargument dagegen, dass einfach nur Abschreckung sich erhöht und man deshalb unbedingt automatische Systeme einführen sollte. Was das Verlassen auf automatische Systeme im allgemeinen Leben angeht, da kennen wir aber auch alle jede Menge Probleme. Die Bahn schafft es nicht immer, die Züge pünktlich fahren zu lassen und ein gesundes Misstrauen in das Funktionieren von Computersystemen ist nicht nur angebracht, sondern haben wir alle irgendwie auch schon mitentwickelt. Vielleicht verlassen wir uns auch schon zu sehr auf solche Systeme und schalten manchmal unser eigenes Mitdenken etwas ab. Es wird berichtet, dass Leute aufgrund von Navigationssysteme über die Kaimauer ins Wasser gefahren sind, weil sie eben falsch gesteuert wurden. Ich hoffe, dass es den meisten nicht passiert, aber das hat es anscheinend gegeben.
Also blindes Vertrauen auf solche Maschinen ist normalerweise nicht angesagt. Also ich denke, es gibt gute Gründe, insbesondere autonome Waffensysteme grundsätzlich zu verbieten, mit ein ganz paar kleinen Ausnahmen für die Systeme, die schon existieren, zur Schiffsabwehr, Luftabwehr. Vielen Dank. Daphne. I'll just take the question. Ja, ich möchte kurz die Fragen der Reihe nach beantworten. Was die Frage angeht, dass die USA das Recht flexibel anwendet und das Gewohnheitsrecht teilweise sehr lax angeht. Ja, das ist richtig. Und was Deutschland und andere Länder tun können, um dies zu verhindern, ist, ihre Hebelwirkung einzusetzen im Bereich Kontraterrorismus. Aber Deutschland hat das schon bereits getan, obgleich das ein anderes Thema ist, was die Drohnenangriffe in Pakistan zum Beispiel angeht. Da ging es um Zusammenarbeit. Da hat Deutschland gesagt, keine Geheimdienstinformationen an die USA, denn weil sie einfach gegen bestimmte Drohnenangriffe sich ausgesprochen hat. Das ist ganz wichtig. Sowohl auf praktischer Ebene, aber auch, weil wir das als Befürworter gegen diese Strategien in den USA nutzen können. Also warum das sich verlassen auf die Drohnen problematisch ist. Was außer den Gesetzen funktionieren kann, ist politische Argumente auf den Tisch zu legen, warum es eine schlechte Idee ist, dies zu verfolgen. Und die Idee eines Mangels der Kooperation unter den Verbündeten aufgrund der Tatsache, dass die USA das Gesetz entsprechend für sich auslegen, ist ein ganz effektives, praktisches Argument, dem die US-Gesetzgeber lauschen. Das heißt, ich denke, es ist wichtig, dass die entsprechenden Regierungen anderer Länder hier ihre Stimme erheben. Was die Frage angeht, brauchen die USA in internationalen bewaffneten Konflikten die Rechtfertigung von nicht bewaffneten Konflikten, um letztendlich durch die CIA aktiv zu werden? Nun, man hat eigentlich nie gesagt, ob man eine Rechtfertigung für die Aktivitäten braucht. Ist das ein bewaffneter Konflikt oder ist das Selbstverteidigung? Das wurde eigentlich nie gesagt. Die USA wollen das nicht sagen. Sie wollen keine entsprechenden Informationen rausgeben. Sie wollen nicht sagen, welchen Regeln die CIA folgt. Also man muss sagen, das ist ein ganz wackeliges Gebiet. Und dann, was die automatisierten Waffen angeht. Nun, es ist wichtig, dass wir diese Diskussion führen, denn offensichtlich scheint es so zu sein, dass es große Potenziale für automatisierte Waffensysteme gibt, um wirklich effektiv zu sein, um wirklich menschliche Fehler zu vermeiden, die wir oft in der Kriegsführung sehen. Das Problem aber ist, nun, ich habe kein Navigationssystem in meinem Auto, aber ich nutze immer Google Maps und darauf vertraue ich absolut. Ich nutze wirklich Google Maps, wenn ich fahre. Aber oft schickt es mich in die falsche Richtung. Es ist nicht ein großes Problem, wenn ich die falsche Ausfahrt nehme oder wenn sich das Schild verändert hat, wenn ich falsch fahre. Also, aber es ist ein großes Problem, wenn eine Maschine plötzlich aus Versehen jemanden umbringt. Das Problem ist also, dass das Risiko sehr viel höher ist, wenn es um automatisierte Waffensysteme geht und nicht, wenn es um andere Dinge in unserem Leben geht, bei denen wir uns auf automatisierte Systeme verlassen. Ja, es gibt sehr viel Robotisierung bei der Chirurgie und so weiter, aber es gibt immer eine Person, die dahinter steht und die das kontrolliert. Wir müssen also sicherstellen, dass es immer eine Person gibt, die dahinter steht, die da entsprechend die Dinge kontrolliert, die dann entscheidet, wer ist ein Zivilist, wer soll getötet werden. Nun, wenn eine Linie überschritten wird und wenn eine Maschine eingesetzt werden soll, dann ist es vielleicht gut, aber sagen wir, es ist ein Kind, ein Blinder oder ein Zivilist, der aus Versehen diese Linie überschreitet. Wenn es ein Soldat ist, der eine Waffe trägt, dann kann er vielleicht sagen, ja, dieses Kind ist jetzt wirklich keine Bedrohung. Aber eine automatisierte Waffe kann dies nicht unterscheiden. Das heißt, diese Unterscheidungen sind ganz wichtig. Wir brauchen auf jeden Fall immer Menschen mit dabei. Und das war's von meiner Seite. Zur Frage, was kann die Bundesregierung tun, ist schon einiges gesagt worden, dem ich nur zustimmen kann. Natürlich dort, wo man Wissen, konkrete Anhaltspunkte Wissen hat, um völkerrechtswidriges Tun, selbst wenn es ein Freund ist, dann gilt es, das zu unterlassen. Im Übrigen ist sicherlich das diplomatische Gespräch, bilaterale Gespräch ganz besonders wirksam und ich möchte auch darauf vertrauen, dass das in den letzten Jahren schon intensiv stattgefunden hat. Das erfährt man natürlich außen nicht, aber ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass dort auch freundschaftlich über Differenzen, soweit sie bestehen, gesprochen wird. Aber darüber hinaus gibt es immer wieder Gelegenheiten,
ob es nun in den Diskussionsprozessen ist, die ich angesprochen habe, oder auch in anderen, bei anderen Gelegenheiten, die eigene völkerrechts- oder auch völkerrechtspolitische Position zu bestimmten wichtigen Fragen zu artikulieren. Und wenn es selbst um parlamentarische Anfragen geht, auch die werden international gelesen. Oder ein Beispiel gerade bei der Ratifikation, ist ein etwas anderer Bereich, aber bei der Ratifikation des Kampala-Amendments zum Angriffskrieg, mit dem ich in den letzten Jahren näher befasst war, hat die Bundesregierung, was ich sehr begrüße, ihre Denkschrift ins Englische übersetzt, um damit, da stehen nämlich sehr wichtige Dinge drin, zur Auslegung dieses Kompromisses, um ihre Position deutlich zu machen. Noch im Laufe dieses Jahres erwarten wir die Neuauflage des Handbuchs zum humanitären Völkerrecht von der Bundesregierung geschrieben. Auch das ist eine Gelegenheit, um zu bestimmten wichtigen Punkten zu sagen, welche Überzeugung, wenn man eine hat, welche Überzeugung man zu Protokoll geben möchte. Zu den Geheimdiensten. Eine Bemerkung vorweg, der Umfang des Engagements der CIA ist jedenfalls völkerrechtspolitisch gesprochen, vorsichtig formuliert, unglücklich. Weil mit, das ist ja auch schon deutlich geworden, wenn man das Engagement der CIA mit der amerikanischen Streitkräfte vergleicht, die Transparenz ist noch einmal deutlich geringer. Ich sage das jetzt gar nicht im Einzelnen an rechtlichen Normen festgemacht, sondern ein Mangel an Transparenz in diesem Bereich ist immer ein Problem. Zweiter Punkt, das war Ihre Kernfrage. Es ist nicht möglich, irgendeiner der völkerrechtlichen Bindungen, von denen ich gesprochen habe, dadurch auszuweichen, dass man das Instrument wechselt. Das Gewaltverbot untersagt im Grundsatz, wenn ein völkerrechtlicher Rechtfertigungsgrund, über die haben wir gesprochen, nicht gegeben ist, die gezielte Tötung auf dem Territorium eines anderen Staates, unabhängig davon, ob diese Tötung durch das staatliche Militär, durch den Geheimdienst oder die Polizei ausgeführt wird. Das Gewaltverbot nach Völkerrecht ist nicht an ein bestimmtes Instrument gebunden und genauso ist es nicht möglich, die Bindungen des Konfliktsvölkerrechts zu unterlaufen durch den Einsatz einer bestimmten Form und auch auf Ihre Frage hin, in Anführungszeichen, brauchen die Amerikaner auch im Hinblick auf den CIA die Abgrenzung Friedensrecht, Konfliktsvölkerrecht? Ja, denn es ist nicht so, das wäre ein großes Missverständnis, dass unterhalb der Schwelle des Konfliktsvölkerrechts irgendein staatlicher Geheimdienst im rechtsfreien Raum arbeitete. Wenn die CIA gezielte Tötungen außerhalb eines bewaffneten Konflikts im Sinne des Völkerrechts durchführt, dann ist sie nach meiner Überzeugung voll menschenrechtlich gebunden. Mit der Konsequenz, dass sich die Befugnis, gezielte Tötungen durchzuführen, auf null reduziert. Letzter Punkt zu den Bemerkungen unseres Kollegen zu den automatisierten Waffen, da kann ich nur Danke sagen. Ich hatte eben gesagt, ich bin selbst noch im Prozess, für mich die Argumente zu sammeln und zu bewerten. Ich halte das trotz meines mulmigen Gefühls, von dem ich gesprochen habe, für ein je mehr ich darüber nachdenke, für ein extrem komplexes Thema. Und ich wollte mit keiner Bemerkung so verstanden wissen, dass ich mögliche Gesichtspunkte, die in die Waagschale auf der anderen Seite zu werfen sind, ausschließen würde. Man wird sie am Ende wägen müssen. Aber dass es Argumente gibt, die in die Richtung gehen, die Sie geschildert haben, schließe ich nicht aus. Ja, vielen Dank. Interessant ist in dem Zusammenhang ja, dass wir in Deutschland jedenfalls auf der offiziellen Seite immer davon ausgehen, dass Autonomie nicht kommen wird und der Debatte insoweit ausweichen. Und ganz offensichtlich gibt es Fürs und Widers, die man diskutieren kann. Aber diese Debatte findet bei uns in dieser Form leider nicht statt. Gerade sozusagen vor dem Hintergrund, dass wir nun hier oben debattiert haben, möchte ich den Panelisten ganz herzlich danken. Ich möchte Ihnen für Ihre Fragen und für Ihre Aufmerksamkeit danken. Und ich denke, jetzt haben wir uns alle eine kleine Erfrischung verdient. Vielen Dank. Applaus